Leute, eine Sache steht fest. Entweder werde ich nach diesem Video einen Abo-Zuwachs haben oder es wird D-Abos aus Deutschland regnen. Und ja, ich stelle euch jetzt mein neues Format vor. Und zwar ist die Idee dahinter, ich bin Österreicher. Und viele meiner Abonnenten sind aus Deutschland. Das Ding ist, es wäre doch mal witzig, so ein Format zu haben, wo Österreich und Deutschland verglichen wird. Die heutige Folge wird ein bisschen gegen Deutschland sein. Die nächste Folge wird dann ein bisschen gegen Österreich sein. Und ja, dann würde ich mal sagen, lass uns starten. Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Standardsituation, wie sie in Restaurants häufig stattfindet. Ein Deutscher im Restaurant. Helga, ich glaube, in dieses Restaurant zu gehen, war nicht so eine schöne Idee von dir. Weil, schau mal auf die Uhr, wir warten jetzt schon ganz 10 Minuten. Also das wäre uns in Deutschland natürlich nicht passiert, ne? Das geht ja gar nicht. Ich rufe jetzt mal den Kellner. Herr Ober! Könnten Sie doch bitte mal endlich hierher kommen? Ich würde gerne was bestellen. Guten Tag. Bitte, was darf es denn für Sie sein? Ja, also wir müssten dann noch in die Karte schauen, was wir trinken wollen. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Und was wir essen wollen, auch nicht. Achso, okay. Ja, dann komme ich später, gell? Okay, passt. Ein Österreicher im Restaurant. Mama Maria, jetzt wollen wir aber schon lange nicht messen, ha? Wird wieder mal Zeit. Schauen wir mal gleich die Karten rein, damit der Kellner, weil der hat ein bisschen einen Stress, wie man sieht. Jura, Leute, das ist stressig. Schauen wir gleich, was wir drin essen. Mal schau dir mal Schnitzel. Ich glaube, ich werde Schnitzel essen. Was isst du? Ah, Schnitzel. Ja, und trinken? Ich trinke ein Bierl. Bei dir sicher ein weißer Spritzer, oder? Ja, dann haben wir es. Na, können wir schon bestellen. Grüß dich, bitte, was darf es denn zum Trinken sein? Ein Bierl für den Herrn, für die Dame ein weißer Spritzer und Essen ist da schon, also okay. Ja, zweimal Schnitzel, passt. Machen wir, klingt gleich, gell? Ich bin Kellner vom Beruf und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diese Situation schon hatte. Nun würde ich sagen, gehen wir weiter zu einer Szene, die ich in Deutschland relativ häufig erlebt habe. Hey, ich habe meine Geldtasche vergessen. Könntest du mir vielleicht 2,50 Euro leihen? 3 Tage später. Hey Karl, wie geht's dir? Alles okay? Was ich noch sagen wollte, du schuldest mir doch noch 2,50 Euro. Hast die du zufällig dabei? Weil die bräuchte ich wieder. Ja, die 2,50 Euro habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ich habe 2 Euro dabei und die kann ich dir geben. Aber die 50 Cent bekomme ich jetzt schon morgen wieder, oder? Dieselbe Situation in Österreich. Ach so, Scheiße, jetzt habe ich mein Geld doch vergessen. Magst du mir bitte was leihen, Ede? 2,50 Euro braucht. Ja, warum da? Aber eins sage ich dir, 2 Euro kostet kalten. Soll mir lieber mal ein Bier lesen, mein Lieber. Ja, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Deutsche geizig sind, aber Deutsche sind sehr penibel, wenn es darum geht, Geld zurückzugeben. Also sie nehmen es auf den Cent ganz genau, was in Österreich einfach gar nicht so ist. Und nun ein Thema, was ja ziemlich amüsant ist, weil in der einen Sportart necken wir Österreicher die Deutschen und in der anderen ist es genau umgekehrt. Das macht das Ganze relativ interessant. Ein Österreicher schaut Sport. Es gibt nichts Besseres als ein bisschen chillig Skifahren schauen, nicht? Aber was der wieder zusammenfährt, Wahnsinn. Schau dir den Deutschen an, die können auch nicht Skifahren. Ja, wenigstens kommt jetzt einmal ein Gescheiter, gell? Der Huscher, der macht das Sicherheit. Los geht's! Ja, der Sepp Bercht brüllt ihn da oben raus, sein Startbetreuer. Dann sehen wir hier, was für einen Schwung. Wie der gut fährt, das ist ja Wahnsinn. Wie viel Risiko. Raum, Raum. So, das sind die letzten Tore hier für Marcel hier. Sehr direkt. Ja, ja, geht schon, ein bisschen schneller, ja. Passt schon. Platz 1, so muss das sein. Ein Deutscher schaut Sport. Dann schauen wir doch mal das Spiel. Und was passt zum Spiel dazu? 54, 74, 90, 2007. Hier am Freitag, als die Franzosen ebenfalls testeten, parallel. Was spielst du denn da? Mach doch einen schönen Pass. Mach das Ding doch mal rein. Schön, Özil auf Gündoğan. Verpasst er den.
Was soll das? Mach rein! Da war so viel Platz frei! Da hättest du 10-mal reinschießen können! Wofür wirst du denn bezahlt? Nee, war mal Zeit, aber der auf Werner ist klasse. Timo Werner, jetzt doch Timo Werner! Ja! Da! Das waren drei große Unterschiede zwischen Österreicher und Deutschen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es kontrastmäßig in den ersten Aufnahmen komplett anders ist wie zum Schluss. Das Ding ist, ich komme mit der Kamera noch nicht ganz zurecht. Ich muss mich erst so ein bisschen durch das Einstellungsmenü fixen und das alles ein bisschen umgewöhnen, weil ich hatte halt vorhin Canon und jetzt Sony. Und ja, das wird in der Zukunft einfach besser. Hiermit bin ich raus. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben hier lassen, hier abonnieren. Ciao!